Respekt ist eigentlich, dass man, ja, dass man den Mitmenschen ja so respektiert, wie er ist, ihm ja die Freiheiten ja zugestattet oder ja erlaubt, die zu seinem Wohlsein einfach notwendig sind. Das würde ich als Respekt sehen. Und auf der anderen Seite ja Respekt auch ja als Ausdruck dafür, dass man ja, dass man auch eine gewisse Toleranz entwickelt, um ja im Umgang eben mit seinen Mitmenschen. Ich glaube, wir haben sowieso zwei verschiedene Ebenen. Wir haben einmal die Ebene im Sport selbst, das heißt unter den Aktiven, wo es, glaube ich, ja, das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, es im Grunde keine Probleme gibt. So habe ich es bisher erlebt. Wir haben aber dann wieder diese andere Ebene, das heißt im Zuschauerbereich. Und da ist es häufig, dass sich das da manchmal in Rassismus entlädt. Das ist aber häufig ist da auch dieser Schlüssel dazu oder der Anlass dafür, dass man den Gegner auf irgendeine Art und Weise schädigen will. Ich glaube, das ist immer so auch so dieser Aufhänger. Aber insgesamt glaube ich, dass dieses Thema immer von einigen Verrückten natürlich abgesehen, glaube ich, ist das im Sport zumindest ein respektvolles Miteinander. Was man sagen kann, ist, dass gerade die Ultra-Fangruppen in Italien doch sehr radikal sind. Das heißt auch in ihrer politischen Gesinnung, aber eben wahrscheinlich auch in ihren Gedanken, die sie, was Rassismus angeht. Und ich glaube, dass sie sich einfach, dass sie da eben unbelehrbar sind oder dass sich das einfach im Verlauf der Zeit so entwickelt hat, dass das auch irgendwo geduldet worden ist und vielleicht sind das eben auch soziale Dinge oder soziale Probleme, die da auch mit reinspielen. Ein Mensch hat natürlich Stärken und Schwächen und auch wenn ein Mensch oder wenn ein Spieler mal schlecht spielt, so ändert das aber nichts an seinem Wert als menschliches Wesen. Und ich glaube, das spielt bei Werder Bremen immer eine große Rolle. In der Vergangenheit war das so, das war auch ein Leitsatz von Otto Rehhagel zum Beispiel. Und das hat sich natürlich fortgeführt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass sich doch die meisten hier ganz wohl fühlen. Ja, ich glaube, dass das, ob uns das gefällt oder nicht, dass das zum Fußballbusiness dazugehört. Aber dennoch gibt es durchaus Unterschiede, wie man das macht. Und ich glaube, ein respektvoller Umgang in dem Falle ist es dann, wenn man einfach den Weg einhält, der vorgegeben ist. Das heißt, dass man vorher eben diesen Kontakt mit dem Verein aufnimmt und dass man die Dinge dann korrekt bespricht und dass man dann in den Verhandlungen auch fair miteinander umgeht. Danke sehr. Ja, vielen Dank nochmal für die Minuten, die du uns geschenkt hast. Tschüss. Ciao.